So, Hallöchen, hier ist der Gusor wieder. Ja, Rechner steht in einer neuen Bude, aber ich habe noch kein Internet, weil auch der Router noch nie gekommen ist. Also schalten hätte ich es mir theoretisch können. Macht man natürlich. Ja, doch, ich glaube, ich hätte das sogar gemacht. Das wäre mir egal gewesen. Ja, geht halt noch nicht. Das ist ein bisschen Keke. Deswegen will ich euch aber trotzdem einen Angriff. Nee, ich will euch keinen Angriff zeigen, sondern ich möchte euch gerne mal den Kriegslog zeigen beim letzten Mal, weil ich das doch schon ziemlich geil fand. Ich hoffe, man hört mich halbwegs gut. Ich habe jetzt den Popschutz wieder runter, weil, ach, da muss ich auch noch mir was Neues rausdenken, wie auch immer. Das ist noch nicht so der Knüller. Kriegslog, also der sieht ja grundsätzlich hier, guck mal, wie wir am Anfang halt eben mega geloost haben. Eigentlich war nur immer verlieren, 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 verlieren. Und dann haben wir mal gewonnen, hat da jemand unentschieden, das war schon geil. Dann da nochmal ein Unentschieden und dann ging es so langsam los. Und muss ich sagen, echt cooles Schnitzel auf jeden Fall. Und da würde ich gerne mal reinschauen. Ich sehe. Yay! Erzähl mir nicht, Alter. Ich wurde nicht. Oh, geil. Ja, das geben wir uns gleich, oder? Geiler Scheiß, Alter. Bin ich mal richtig gespannt. Das hätte ich ja jetzt nicht gedacht. Ich meine, meistens liegt es ja nicht eher an der extrem geilen Base, sondern einfach wirklich daran, dass der Gegner das einfach mega verkackt hat. Kommt hier jetzt auch noch mal was? Ah, jetzt da, okay. Bin ja fast mal ein bisschen gespannt. Ja, hier also kleinen Moment hier noch mal, warum in der Konstellation? Komme ich später noch mal drauf zu sprechen. Auf jeden Fall bringt das 0,000 gar nichts, wenn ihr zum Beispiel nur Truppen drin habt, wie jetzt zum Beispiel die Loons, weil wenn ihr zum Beispiel von Gegnern angegriffen werdet, die nur einfach easy Lufttruppen verwenden, dann kommen die Loons gar nicht erst raus. Aber dazu später mehr. Jetzt sehe ich hier, hat er seinen Giftzauber, den er hier gerade droppen möchte. Und wir gehen weiter. Bin ich ja fast mal ein bisschen gespannt. Also klar, die Loons werden jetzt gleich down gehen, das ist ganz klar. Und den Drachen werden die aber nicht kriegen, denke ich mir, weil die anderen Gebäude. Genau. Ah, schade, der war sehr, sehr, sehr lange im Giftzauber. Aber okay, also der hat schon mal richtig was hier weggetackelt, auf jeden Fall. So, hier kommen sie auch nicht weiter, weil er hat einfach mal keine Mauerbrecher mehr. Okay, hier hat er einen Jump. Okay. Ja, geiles Stück, ey, geiles Stück. Ja, ich meine, da brauche ich gar keine Angst vor haben hier. Was, oh, was ragt er? Den einen Golem. Ist ja wohl mal voll blöd. Also in meinen Augen. Könnt ihr anders sehen, sehe ich als totalen Quatsch an. Da hätte er ja eher noch die Queen ragen können. Weil was macht denn der Golem an Schaden? Das ist ein Witz. Also verstehe ich gerade nicht irgendwie. Aber gut, okay. Die Hexe ist hier noch so ein bisschen zu Gang. Und hier seht ihr auch wieder. Hier seht ihr wieder. Mit den Skeletten in der Mitte ist das gar keine schlechte Sache. Das ist eine coole Geschichte. Und jetzt hat er noch seinen 15er King. Na, was soll er reißen? Ich meine, klar, er hat jetzt natürlich sich gesagt, gut, okay, komm, ich könnte halt noch die 50% machen. Aber ich meine, so ein bisschen was von dem X-Bogen habe ich natürlich auch. Und der geht dir natürlich dann auch gut ins Gesicht. Klar, hier Einzelschaden ohne Ende. Und da streckt es den King nieder. Ganz klare Geschichte. Oh, wie gesagt, ich hoffe, ihr könnt mich halbwegs verstehen. Ey, das wäre richtig episch daneben, wenn das nicht klappen würde. So, dann hatten wir noch, ich glaube, aber da gucke ich mal kurz in den. Das müsste ich eigentlich im heroischen Angriff sehen. Weil. Ich guck mal. Ich bin mal gespannt. Nee, mein YouTube eigentlich nicht.
Aber gucken wir trotzdem mal rein, weil ich bin der Meinung, irgendwie der Siebte hat den Zweiten angegriffen oder sowas, irgendwie so und dann 3-Star gemacht. Da dachte ich auch schon, oh, alte Kacke, läuft bei uns. Finde ich gut gedroppt. Also das finde ich alles ziemlich nice hier. Ah, natürlich ärgerlich mit der Riesenbombe. Aber war zu erwarten, sind wir ehrlich. War zu erwarten. Jetzt haben wir ein Problem. Wir haben Packers vorne, keine Luftattacke. Wir haben King vorne, keine Luftattacke. Und auch die Golems. Also das ist richtig, richtig, richtig schwierig. Guck mal, die können nichts machen. Und die Clanburg-Truppen, die sind schön dabei. Und ich meine ganz ehrlich, lass mal, genau, das war jetzt der King, der drauf ging. Und lass mal so einen Loon die ganze Zeit immer schön splashen. Hier, der ballert ja alles kaputt. Also, das ist eine richtig, richtig schwierige Kiste. Das Ding wäre garantiert viel besser ausgegangen, wenn wirklich die Clanburg-Truppen hätten ausgeschaltet werden können. Aber da, guck mal, ich meine, klar, die Magier waren da mit am Start, die wirklich was hätten reißen können. Aber wenn die Troops nicht fertig sind, sag ich mal, beziehungsweise wenn die nicht ausgelöscht werden können, dann ist das echt eine tricky Kiste. Ich guck mal gerade hier vom Clasher. Und ganz ehrlich, die Sache ist natürlich die, müssen wir uns auch mal zu Gemüte führen. Wenn wir jetzt mal auf die 7 gucken, auf den Clasher, so, spähen wir mal. Was man nicht vergessen darf, ganz ehrlich, also was mir dann auch so in Gedanken gewesen ist, man darf das nicht vergessen. Du kannst ja trotzdem, auch wenn du jetzt auf Platz 7 bist, weil deine Base noch nicht so komplett gemaxt ist, kannst du ja trotzdem gleichwertige oder bessere Truppen als jemand anders vor dir haben. Sollte jedem bekannt sein, denke ich mal. Und von daher ist es jetzt gar nicht in Anführungsstrichen so hypermäßig, weil es ist ja auch ein Town Hall 9. Aber trotzdem, ich meine, ganz ehrlich, als Siebter den Zweiten zu 3-Starren ist eine echt geile Scheiße. Auf jeden Fall. Gucken wir mal hier. Ist er in Anführungsstrichen, Town Hall 9 maxed. Hier den King noch nicht. Aber den wird er, den King, ja genau. Den Riese noch nicht. Aber ich denke mal, den wird er auch nicht verwendet haben. Da bin ich aber echt mal gespannt. Den können wir uns auf jeden Fall mal geben. Der Krieg ist zu Ende. Ja, das stimmt wohl. Ah, der war echt geil. Also es hat richtig Laune gemacht. Und ich habe mich ja jetzt eine ganze Zeit lang komplett rausgehalten, weil ich halt gesagt habe, gut, okay, kommt. Alter, aber das ist auch nicht so easy, würde ich sagen. Also hätte ich mir ja ein bisschen eingepullert, muss ich ja mal sagen. Ah, lief sehr gut mit den Mauerbrechern, lief sehr, sehr gut. Einwandfrei Golems drin und noch der Rest noch nicht direkt hinterher, sondern wirklich erstmal Golems sind drinne, aber die anderen Truppen noch nicht hinterher wegen den Riesenbomben und so weiter und so fort. So, jetzt wird's interessant. Jetzt haben wir den in dem Bereich die Queen, die hier noch was regeln kann, die halt sagen kann, gut, okay, kommt, ich hole mir mal kurz ganz genau, ich hole mir mal kurz die Clan-Truppen, mach da mal kurzen Prozess, lief sehr gut, auf jeden Fall. Spells gar nicht schlecht. Den Jump hätte ich jetzt eventuell, aber das ist auch heulen auf hohem Niveau. Eventuell hier, dass sie da zack, zack, aber ganz ehrlich, komm, alles easy. Also bis jetzt läuft das mal mega sweet auf jeden Fall. Na, ah, gefällt mir sehr gut. Also wirklich, ganz ehrlich, also Go Wipe scheinst du auch öfter zu machen, Clasher, würde ich sagen. Weil die war wirklich perfekt. Die war einfach nur geil gesetzt. Fertig. Also da gab es auch wirklich am Anfang, wie die rein sind. Du hast keine Mauerbrecher gewastet. Einwandfrei, geiles Ding. Auf jeden Fall. Also da war der 3-Star echt angenehm. Aber ich würde echt sagen, mit der Zeit ist das garantiert eine relativ knappe Kiste gewesen. Da ist nicht viel Zeit übergeblieben. Ich hätte, also wenn ich das jetzt so sehe, würde ich echt denken, Alter, das wird von der Zeit her nichts. Hast du richtig Lack gehabt? Also ich würde wirklich sagen,
Die 3 Minuten hast du wirklich zack, 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 zack ausgenutzt, würde ich sagen. Das ist wirklich auf die letzte Sekunde, würde ich denken. Cooles Ding auf jeden Fall. Nur nochmal nebenbei, wenn ich mit dem Video aufhören sollte, warum auch mal wie. Nee, also hört sich jetzt blöd an. Quatsch. Also, da wir noch kein Internet haben, tethere ich jetzt momentan über mein Handy. Das heißt also, wenn Datenvolumen alle ist, ist alle. Ich dachte mir aber, kommt, das muss ich euch einfach geben, weil ja, ist halt einfach mega nice. Und ich meine, dann sieht man halt eben auch mal ein bisschen CW-Action. Muss man sich ja mittlerweile auch nicht mehr verstecken davor. Das soll es hierfür gewesen sein. Ich hau hoffentlich, wie gesagt, je nachdem, wie es Datenvolumen aussieht, nochmal eins raus. Und ja, dann war es das. Und wie gesagt, also CW war mega geil. Ja, das war's. Ihr haut rein. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao.